Grüß Gott, ich bin Thomas Dickbauer. Ich vertrete die Firma Dickbauer, ihr Massivholzprofi. Wir sind ein Sägewerk mit Weiterverarbeitung in Schlierbach, Oberösterreich. Wir produzieren hier im Haus massive Holzböden. Die sind ziemlich dick und die wollen wir auch ziemlich breit machen. Die sind 30, 40 cm. Man muss einige Dinge beachten und die beachten wir. Ein notwendiges Mittel ist, dass wir alles im Haus machen. Wir schneiden das Holz selber, wird uns lange Luft trocknen, wird uns lange klimatisieren. Also wir versuchen das Holz wirklich so zu behandeln, dass überall die gleiche Feuchte ist. Somit bleiben sie ruhig. Und ja, und eine Besonderheit von den Böden ist diese Oberfläche. Die Oberfläche ist, wir nennen das Genussoberfläche, weil es ein Genuss ist, da barfuß drauf zu gehen oder wenn kleine Kinder da herumkrabbeln und sie spüren die Äste und die Verwölbungen. Und das bedeutet, die originale Brettoberfläche bleibt auf dem Brett erhalten. Das wird nicht gehobelt, wird nicht geschliffen, sondern nur gebürstet. Dieses Muster zeigt eine Holzfassade. Früher auf die Bauernhäuser waren immer breite Bretter. Wenn man Hölzer lange Zeit Luft trocknen lässt, so wie es früher immer üblich war, das Holz geht im Freien ganz sanft die Feuchtigkeit heraus, bekommt weniger Risse und bleibt ruhiger. Und wenn es dann einmal luftgetrocknet ist, dann kann man daraus auch breite Fassadenbretter fertigen. Und das haben wir als Idee genutzt und machen da eine spezielle Verbindung drauf, dass diese breiten Bretter gut arbeiten können. Es ist trotzdem eine geschlossene Fassade und wir simulieren aber eine offene Fassade. Und diese Holzfassade halte ich für ein spannendes Produkt, wie man aus heimischen Hölzern hochwertige Fassaden machen kann. Es geht um Terrassenholz. Bei der Terrasse geht es um zwei Dinge, die die Benutzer der Terrasse wollen. Das eine ist, sie wollen es möglichst schieferfrei. Nachdem wir Tropenhölzer nicht verwenden, haben wir nachdenken müssen, wie können wir heimische Hölzer so bearbeiten, damit sie nicht schiefern. Und da sind wir vor langer Zeit auf die Idee gekommen, mit ausschließlich stehenden Jahrringen. Darum haben wir die heimische Gebirgslärche gewählt als Holzart. Schneiden das mit in dieser Art und Weise, das können wir so schneiden, wie wir Bandsäge haben und einen sehr individuellen Einschnitt ermöglichen können. Die zweite Anforderung ist, dass das Holz natürlich möglichst lang sollte die Terrasse halten. Bei der Haltbarkeit beim Holz ist zu sagen, im Außenbereich, Holz soll immer wieder austrocknen können, dann hält es lange. Und dann haben wir eine Schiene, eine Metallschiene entworfen, wo nur eine punktförmige Auflage ist und zugleich kann ich dann von hinten, von unten verschrauben, die Hölzer. Und das ist ein toller, konstruktiver Holzschutz. Allerdings haben wir bemerkt, dass diese Schiene sich relativ schwer verkaufen lässt. Jetzt haben wir nachgedacht, gibt es eine Möglichkeit, diese Wirkung mit Holz zu kompensieren? Und da sind wir gekommen auf eine Idee, dass wir auf einer sehr haltbaren Hartholzleiste, das ist Akazienholz, Akazienholz ist ungefähr so haltbar wie Eiche. Da macht man schräge Fräsungen an beiden Seiten und machen das dann als Zwischenlage. Und somit haben wir mit relativ einfachen Mitteln eine Möglichkeit geschaffen, unsichtbar zu verschrauben und den konstruktiven Holzschutz gut bewerkstelligen. Zum Thema Schiefern ist uns dann vor kurzem eine Idee ins Haus gekommen. Ein Tischler kam zu Besuch bei uns und hat mir erzählt, dass er eine Zirbeterrasse gemacht hat.
Zirbenholz auf der Terrasse und das war für mich völlig neu. Stimmt es wirklich, dass die nicht schiefert? Weil das war das Argument, wo er gesagt hat, die schiefert nicht, weil es so weich ist, die Zirbe. Aber die Zirbe ist grundauf so teuer. Und, aber trotzdem, weil wir da auf den Spezialeinschnitt verzichten können, ist diese Zirbe sogar billiger wie diese Lerche Reef Premium Terrasse. Bei uns in Oberösterreich ist das völlig undenkbar. Kein Mensch ist bis jetzt noch auf die Idee gekommen, Zirbenholz auf die Terrasse zu legen. Und das ändern wir jetzt. Gut. Wir verkaufen unsere Leistungen im Bereich Oberösterreich, aber auch bundesweit und vereinzelt auch im angrenzenden Ausland. Primär der Endverbraucher in der Region, der Haussanierer. Nachdem wir 3 große Geschäftsfelder haben, bedienen wir den Endverbraucher im Gartenbereich, im Außenbereich rund das Haus, aber auch im Haus mit Holzböden, auch die Bauwirtschaft ein wenig mit Schnittholz und auch die weiterverarbeitenden Holzbetriebe, Tischlereien, kleine holzverarbeitenden Industriebetriebe. Wir leben einmal von den Wäldern der Region, weil wir ausschließlich regionales Rundholz verarbeiten wollen. Wir wollen möglichst kurze Verkehrswege erzeugen. Somit verarbeiten wir ausschließlich Rundholz aus der Umgebung von ca. 200 bis 250 Kilometer. Der Wald ist für uns die Grundlage, der Rohstoff und er ist unsere Existenzgrundlage schlechthin. Ohne Wald haben wir keine Chance. Wir haben das Glück, dass wir geografisch in einem Standort leben, wo wir Richtung Norden die Laubhölzer haben und Richtung Süden eher die Gebirgsnadelhölzer. Somit haben wir eine ausgesprochene, gute und vielfältige Holzartenauswahl. Und das ist ein super Benefit für diesen Standort. Natürlich, wir sind quasi in sehr, sehr enger Kooperation mit der Forstwirtschaft. Wir versuchen, die Hölzer primär zu verarbeiten, die am häufigsten hier in der Forstwirtschaft anfallen. Das ist in erster Linie hier die Buche. Wir sind in der buchenreichsten Gegend von ganz Österreich. Und unser Buchenanteil ist sehr, sehr groß. Da sind manche Lieferanten erstaunt, dass wir Buchen Rundhölzer suchen, obwohl wir von anderen Mitbewerbern hören, dass Buche eher ein Problem derzeit noch ist. Wir wollen auch die Buche ganz massiv stärken. Wir wollen unsere Fußböden künftig auch verstärkt in Buchenholz anbieten, weil wir so viel Buchenholz hier vorhanden haben. Die lokalen Wälder beeinflussen unser Landschaftsbild, unseren Tourismus. Ohne Wald wären wir eine sehr fade Gegend. Kooperationen halte ich für ganz, ganz wichtig. Wir als Kleinbetrieb alleine könnten kaum über den Tellerrand hinausschauen, wenn wir die Vernetzung und die Politik, die Wirtschaftspolitik nicht hätten, wäre es unmöglich, sich zu entfalten. Die Digitalisierung ist gerade für uns Kleinen, glaube ich, eine große Chance. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht hinten bleiben. Von Reisetätigkeiten weiß ich, dass es durchaus Gegenden gibt, die schlechter bedient sind als wir. InnoForest bietet mir als Kleinunternehmer in Schlierbach
eine internationale Vernetzungsmöglichkeit, die ich sonst nicht hätte. Sehr spannend für mich ist die Begegnung mit Wissenschaftler, mit Wissenschaftlern, Handwerker, Unternehmer, Mitarbeiter im Zusammentreffen mit Wissenschaftlern. Das ist ganz spannend. Da entstehen Blickwinkel, Sichtweisen, die ich nicht missen möchte, und da entstehen Ideen. So wie immer vorher ist, diese Vernetzung, die da jetzt begonnen worden ist, je länger das aufrechterhalten wird, desto fruchtbarer wird es, glaube ich, weil dann die Qualität der Vernetzung immer intensiver wird. Bin ich sehr froh, dass ich da dabei sein darf.